Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass das Team von Allianz MTV Stuttgart in diesem Jahr eine absolute Willensmaschine ist, dann nimmt man am besten diesen Ballwechsel. Knapp 2 Stunden waren im ausverkauften Tollhaus Arena bereits gespielt, als sich Stuttgart und der Schweriner SC anschickten, den Ballwechsel des Spiels, wenn nicht sogar der bisherigen Saison, zu spielen. Zu diesem Zeitpunkt hielt es schon lange keinen mehr auf seinem Sitz, denn beide Teams boten im ersten der Best-of-Three-Halbfinalserie Volleyballsport auf allerhöchstem Niveau. Folgerichtig teilten sich beide Mannschaften auch die ersten 4 Sätze gerecht auf. Rekordmeister Schwerin sicherte sich die Sätze 1 und 3, Stuttgart schaffte jeweils den Satzausgleich. Und nicht ganz unerwartet ging die Partie dann in den entscheidenden Tiebreak. Und auch hier entwickelte sich ein hochklassiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem abschließenden Aufschlagfehler von Lonekes Lötjes kannte die Freude und Erleichterung auf Stuttgarter Seite keine Grenzen. Das war super, super wichtig. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall noch ein Heimspiel haben, oder gegen Schwerin oder im Finale. Wir hoffen natürlich im Finale, dass wir das am Samstag in Schwerin klären können. Aber das ist natürlich unglaublich wichtig. Das hart umkämpfte, aber verdiente 3:2 war eine weitere Co-Produktion einer überragenden Mannschaft und eines überragenden Publikums. Einfach nur unglaublich. Das gibt uns immer so viel Energie. Sie sind immer da, wenn wir sie brauchen. Und wir sind wirklich stolz auf unsere Fans. Damit geht Stuttgart in der Halbfinalserie mit 1:0 in Führung und kann bereits am Samstag in Schwerin den Finaleinzug perfekt machen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.